Eingebettet in die herrlichen Berge des nördlichen Spessart liegt Jossa, ein Fremdenverkehrsort mit 800 Einwohnern. Die Gemeinde weist einen Gesangsverein, eine freiwillige Feuerwehr und einen Fußballclub auf. Und da wären wir auch schon beim Thema. Ein Foto lohnt sich, denn das ist sie, die Zelle 11, wie sie im Jossa-Grund genannt wird. Und das mit gutem Recht, wie wir bald feststellen konnten. 100 Zuschauer kommen im Schnitt zu den Spielen der Sportgemeinschaft. Alle sind sie da, der Ortsvorsteher, der Vereinspräsident, der Spielausschussvorsitzende und vor allem die vielen Zellers. Passkontrolle durch den Schiedsrichter. Helmut Zeller. Gerhard Zeller. Amsa. Volkmar Zeller. Kurt Zeller. Lothar Zeller. Langsam. Komm ich gerade mit. Klaus Zeller. Helmut Zeller. Hans-Georg Zeller. Sie haben richtig gezählt. Siebenmal Zeller in einer Mannschaft, dazu ein weiterer Zeller als Auswechselspieler. Aber auch außerhalb des Spielfelds haben die Zellers in Jossa das Sagen. Wie viele Karten sind verkauft worden heute? Ungefähr 150. Darf ich um Ihren Namen bitten? Hendrik Zeller. Der Mann, der das Geld trägt, wie viel Geld ist eingenommen worden? Etwa 300 Mark. Darf ich auch um Ihren Namen bitten? Jochen Zeller. Zu Spielbeginn einige Tipps von Anhängern der Sportgemeinschaft. Wie geht das Spiel aus? 2-1 für Jossa. Darf ich um Ihren Namen bitten? Ja, Hans Zeller. Ihr Tipp bitte? 3-1 für Jossa. Ihr Name bitte? Wilhelm Zeller. Wie tippen Sie? 4-2 für Jossa. Darf ich um Ihren Namen bitten? Zeller Gerhard. Und der letzte Tipp? 4-1 für Jossa. Ihr Name? Zeller Reinach. Zurück zur Zeller 11. Er ist mit Sicherheit der Beste. Kurt Zeller, Kapitän und Torjäger. Er hat schon über 100 Tore für seine Mannschaft geschossen, die zurzeit auf Platz 6 der B-Klasse steht. Im Vorjahr wurde der Aufstieg nur ganz knapp verpasst. Die Zeller Buben spielen überlegen. Und als der 12-jährige André Zeller so richtig ins Horn bläst, klappt es auch gleich. Man bleibt unter sich. Kurt Zeller. Abspiel zu Lothar Zeller. Und dann Klaus Zeller. Es steht 1-0. Die Anhänger wollen natürlich mehr Tore sehen. Den folgenden Treffer konnten wir allerdings nicht als Zeller-Tor verbuchen. Dem gegnerischen Stopper war ein Eigentor unterlaufen. Man freute sich. Zur Pause stand es bereits 3-0. Und dann erleben wir eine Überraschung. Denn der Trainer zählt, man höre und staune, nicht zur Zeller-Dynastie. Er heißt Jürgen Reinhardt. Und ihr müsst aber mit den Fehlern da rechnen, was die anderen machen. Nicht stehen bleiben, mal warten, bis der seine Aktion fertig hat. Sonst ist gut gelaufen, spielt nur so weiter. Und das taten sie dann auch. Unsere Kamera, inzwischen postiert in luftiger Spessarthöhe, liefert den Beweis. Jossa spielt weiter überlegen und schießt Tore. Die Jugend bewies ihre Ausdauer. Die Belohnung folgt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Fuß. Wieder ein Tor für Jossa. Nach 90 Minuten war das halbe Dutzend voll. Der Schriftführer hat heute eine dankbare Aufgabe. Er kann nämlich den Zeitungen einen sehr stolzen Sieg vermelden. Wie war die Torfolge? Das 1-0 fiel durch Helmut Zeller in der 21. Minute. Das 2-0 durch Klaus Zeller in der 36. Minute. Das 3-0 ein Eigentor durch einen Salmünster-Spieler, durch Filiani. Das 4-0 durch Klaus Zeller in der 51. Minute. Das 4-1 durch Erich Peter in der 64. Minute für Salmünster. Das 5-1 durch Helmut Zeller. Und das 6-1 durch Helmut Zeller durch den verwalteten Foulelfmeter. Dürfen wir anschließend den Namen des Pressesprechers erfahren? Das ist Auron Zeller, Horst Zeller. Der Verein hat heute gute Kasse gemacht. Frage an den Schatzmeister, wie hoch waren die Einnahmen? 215 Mark und ein Pfennig. Darf ich abschließend um Ihren Namen bitten? Zeller ist mein Name. Willi. Und dann sitzen sie in gemütlicher Runde zusammen. Die Zeller Buben mit den Vornamen Gerhard, Volkmar, Lothar, Kurt, Klaus, Hans-Georg und zweimal Helmut. Und weil man immer von elf Freunden spricht, die zusammenhalten müssen wie Pech und Schwefel, sollten wir an dieser Stelle unserer Chronistenpflicht nachgehen und auch jene Spieler nennen, ohne die unsere Zeller Elf letzten Endes doch nicht existieren könnte. Ein Hoch also auch für Harald Borde, für Dieter Röll, Manfred Müller und Gerhard Walter. Dass es immer nur heißt, die Zeller Elf kommt, stört sie nicht. Im Gegenteil, denn in Jossa lebt sich's wie in einer großen Familie. Hurra! 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 Hurra!